Wir begrüßen Sie, liebe Zuschauer, aus der Velditz Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten die Partie heute für Sie. Ja, damit ist auch ich herzlich willkommen zu Let's Orakel FIFA 17, diesmal in einer Special-Folge. Diesmal geht es nicht um Werder Bremen, sondern um FC Schalke gegen Wolfsburg, die Partie, die uns jetzt am Wochenende bevorsteht. Englische Woche, beide Teams unter der Woche leider auch verloren. Schalke in Bremen 0:3 abgewatscht worden und Wolfsburg verliert quasi im Kellerduell, wenn man denn so will, mit 0:1. Das heißt, Wolfsburg hängt mittendrin im Abstiegskampf und Schalke hängt noch zwischen den Stühlen. Man hat noch nach oben auf jeden Fall alle Möglichkeiten, aber auch nach unten ist die Luft noch nicht richtig rein. Das heißt also, man hängt mittendrin. Von daher ist es mal ganz interessant, wie diese beiden Mannschaften im direkten Spiel letztendlich dann gegeneinander dann spielen werden. Wir werden das Ganze mal probieren. Ich kenne mich natürlich jetzt mit Schalke und mit Wolfsburg nicht so gut aus wie mit Werder, aber das kann ja auch mal ganz interessant werden. Ich habe jetzt hier an der Aufstellung, die FIFA 17 mir vorschlägt, auch nichts geändert, sieht aber meiner Meinung nach auch ganz gut aus. Schalke hat einen guten Kader, auch eine gute Bank. Was ich jetzt nicht mehr rausgefunden habe, da steht bei FIFA, dass da auch Bart Stuber spielt. Ich dachte, dass der bei Bayern spielt oder ist der gewechselt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber wie gesagt, das ist ja... Sei mir verziehen, weil ich, wie gesagt, nur die Augen auf Werder Bremen habe. Aber von daher, wir werden mal schauen, wie diese beiden Mannschaften, die ja eigentlich einen so tollen Kader haben und eigentlich auch ganz andere Ziele haben und deutlich weiter oben mitspielen, also auch deutlich hinter den eigenen Erwartungen hängt. Es geht um alles, das heißt, wir werden schauen, was hier möglich ist in der Veldins Arena. Natürlich keine leichte Aufgabe für die Wolfsburger. Und die Schalke-Fans wollen natürlich hier einen Sieg sehen ihrer Mannschaft. Gerade nach der Vorstellung gegen Werder ist das natürlich auch bitter wieder notwendig, damit man nicht doch noch auch noch sich Sorgen machen muss. Auf der anderen Seite, Wolfsburg auch unter die Räder gekommen gegen Freiburg, das hatte man sich sicherlich auch anders gedacht. Gerade zumal man ja auch noch momentan so einen guten Lauf hat mit Mario Gomez, der hier auch gleich die erste Chance hat. Und da sieht es erstmal nicht so gut aus. Und Ballverlust wieder. Da sieht es in der Abwehr von Schalke nicht gut aus. Luis Gustavo haut den Ball auf jeden Fall drüber. Also die ersten zwingenden Aktionen gehören hier ganz klar dem, den Wolfsburgern. Und jetzt muss erstmal Schalke sehen, dass man hier wieder Ruhe reinkriegt. Sind jetzt erstmal in der Aufstellung hier alle wieder da. Jetzt vielleicht die Chance. Burgstaller. Oh, da kann auf jeden Fall die Wolfsburger Abwehr aufatmen. Das hat der Torwart gut gemacht. Diego Benaglio. Gerhard. Schön gesehen, aber ist abseits. Wieder Mario Gomez. Hövedes auf Bentaleb. Der den Schalkern ja so gefehlt hat im Spiel gegen Werder. Foul. Da wird hier Goretzka angegangen, aber der Schiri fand das alles sauber. Von daher wieder die Wolfsburger über Arnold und jetzt auf Mali. Von dem man sicherlich auch noch mehr Wunder erwartet, nachdem er jetzt aus Mainz gekauft wurde zur Winterpause. Aber kann hier kommen. Wieder Mali. Unten und bewacht. Kommt zur Flanke, aber abgewechselt. Abgewechselt. Abgefälscht. Arnold wieder mit einem Fernschuss. Ja, also, auch wenn die Aktionen im Prinzip jetzt nicht hundertprozentig gefährlich sind, die Chancen momentan liegen dann doch eher bei den Wolfsburgern. Jetzt vielleicht Choupo-Moting. Sehr knapp gehalten. Und Ballverlust. Aber da kann Hövedes wieder klären. Auf Schöpf. Und wieder Ballverlust. Gustavo, kann er den Ball behaupten? Auf jeden Fall wieder Gerhard im Ballbesitz. Wolfsburger müssen unbedingt gewinnen. Man will ja überhaupt gar nicht in Erwägung ziehen, dass man hier absteigt. Aber von den Punkten her ist es einfach in dieser Saison so unglaublich eng. Da kann es auch eine Mannschaft wie Wolfsburg letztendlich dann treffen. Und Schalke will sich natürlich absetzen und muss dafür letztendlich dann auch gewinnen.
Und am liebsten natürlich gegen einen, wenn man so will, mit Konkurrenten. Und das sind die Wolfsburger ja irgendwo. Man hält sich die Wolfsburger dann auf Distanz und kann sich selber wieder Richtung Europa orientieren. Ist also noch nichts gelaufen. Das heißt, es sind noch ein paar Spiele, aber auch die Aufgaben sind natürlich nicht leichter. Da kann Fährmann auf jeden Fall retten. Und wieder ein... Oh! Da brennt's lichterloh in dem Strafraum von Schalke. Jesus, das war Gomez. Er hat einen richtig guten Lauf. Jetzt aber eine gute Aktion, Goretzka. Aus sowas muss man ein Tor machen. Und er trifft leider noch nicht mal das Tor. Eine super Chance für die Schalker, vielleicht sogar die gefährlichste Aktion bisher. Mal sehen, wie viel er gefehlt hat. Nicht viel. Halbe Stunde gespielt, ist also eine muntere Partie. Mal sehen, wer hier zuerst den Lucky Punch macht. Abwehr von Schalke ist nicht gut sortiert. Da kommt wieder Höwede, ist auf Arnold. Sehr gut gemacht. Gerhard. Auf Gustavo. Klappt auf jeden Fall gut hier auf der linken Seite. Die Schalke doch Probleme, aber hier schöpft kann den Ball abschöpfen. Bentaleb. Burgstaller, ah, verdammt. Ist jetzt noch nicht richtig in Szene getreten. Guting, sehr gut. Wieder auf Goretzka. Kommt er zum Schuss? Ah! Bis jetzt unser gefährlichster Spieler hier in der Schalker Mannschaft. Aber ich glaube, der ging relativ in der Tat weit daneben. Aber wir haben unsere Chancen und das ist das Wichtige. Wieder Gerhard. Wie gesagt, das meiste läuft bei den Wolfsburgern über die linke Seite. Oh, da sind sie gut durch. Oh, oh, Vorsicht. Aber da kann Kolasinac, kann hier auf jeden Fall noch klären. Goretzka ist jetzt auffällig, der Schalker. Wieder auf Goretzka. Der kommt aber nicht durch. Einwurf durch Choupo-Moting. Aber auch nicht gut, der Einwurf. Die Davi kann den Ball abspitzeln. Und nochmal, vielleicht die letzte Aktion in dieser Halbzeit. Goretzka. Ah, verdammt. Wollte er auf Burgstaller durchpassen, aber da standen die Wolfsburger sehr gut in der Defensive. Und damit geht erstmal die erste Halbzeit zu Ende. Es bleibt hier torlos 0:0. Gute Aktion auf beiden Seiten. Die Wolfsburger vielleicht ein bisschen besser in der Abwehr und wir vielleicht ein bisschen drückender im Sturm. Vor allen Dingen da aber durch Leon Goretzka. Da muss natürlich jetzt mehr kommen. Und ich denke mal, wir werden jetzt auch einfach mal riskieren, dass wir ein bisschen offensiver mal einfach spielen. Wir wollen hier 3 Punkte holen. Wir brauchen 3 Punkte. Choupo-Moting, Einwurf. So, diesmal das Aufbauspiel mal auf der rechten Seite. Und leider auch viel Klankheim hier zur Anfangsphase. Viele Einwürfe. Und da kann Kolasinac gut stehen. Schön gesehen. Jetzt vielleicht nochmal Burgstaller. Boma. Ah, kann den Ball klären. Wieder Spielaufbau der Wolfsburger. Gefährlicher Rückpass von Blaszczykowski. Und wieder Mali. Schöpf kann den Ball abspitzeln. Oh, was für ein schöner Pass. Jetzt macht das Tor, Junge. Nein, er macht es nicht. Vielleicht jetzt nochmal. Das war ein schöner Pass gewesen, auch ein guter Schuss, aber da hat auch letztendlich Diego Benaglio gut gehalten. Es bleibt hier weiter beim 0:0, eine Stunde gleich gespielt.
Wieder die Wolfsburger im Angriff. Mario Gomez auf Gustavo, der ist durch. Oh. Ja, das muss ich sagen, war sehr gut. Gute Offensivaktion. Und die Wolfsburger sind schon wieder im Angriff. Da ist Gomez. Und er macht es. Gomez trifft zum 1:0. Hat nicht viele Offensivaktionen gehabt bisher, aber er macht das Tor. Das wichtige Tor für die Wolfsburger, und Schalke sieht sich wieder einem Rückstand letztendlich entgegen. Soll ich mal sehen, hier haben wir nochmal die Wiederholung. Ja, es war natürlich super rausgespielt. Und dann No Chance für Fährmann. Ist hier gefallen, das Tor für Wolfsburg. Das heißt, Schalke setzt jetzt auf totalen Angriff. Es wird ein schweres Unterfangen werden. Aber letztendlich, Schalke braucht hier den Sieg. Von daher gehen wir jetzt auf Risiko und machen totalen Angriff. Gomez auf Gustavo. Sind natürlich hinten die Räume frei, weil wir halt so offensiv jetzt spielen. Gomez. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein. So, jetzt vielleicht. Eine gute Aktion. Und Choupo-Moting ist durch. Schön gesehen. Schöpf. Er macht den Ausgleich. Back in the game. Schöpf gleicht aus. 1:1. Und hat ihm in die Kamera gespuckt. So. 1:1 und die Arena ist aus dem Häuschen. Hier nochmal schön, hat sich Schuppmutting gut durchgesetzt, sieht dann nicht, dass Schöpf frei steht, und der Eisgehalt zum 1:1 Ausgleich. So, jetzt will Schalke natürlich mehr. Wir bleiben auf totalen Angriff, denn wir wollen die 3 Punkte hier zu Hause behalten. Mal sehen, wie letztendlich jetzt auch Wolfsburg damit umgeht. Blaschikowski gefällt mir gut. Gomez, da ist er wieder, der Torschütze. Blaschikowski. Ball abgespitzt durch Bentaleb. So, Schalke Express läuft. Ah, verdammt. Rodriguez, wenn er da durchgegangen wäre, Burgstaller, dann hätte es nochmal richtig gefährlich werden können. Didavi, der ist schnell, der ist schnell. Kann auch noch abspielen auf Gomez, der sich ein bisschen zurückfallen lässt. Auf Gustavo, hol wir das, hält den Ball dazwischen, den Fuß dazwischen. Jetzt vielleicht nochmal eine gute Aktion. Jetzt! Auf Choupo-Moting! Wird gestört und kann dann leider nicht mehr abschließen. Wechseln tun wir jetzt nicht. Die Mannschaft soll es jetzt hier bringen. Das ist unsere beste Elf. Jetzt! Ey, komm! Abstoß, Ball war draußen. Gut abgedrängt. Keine Chance ranzukommen. 1:1 steht es hier. 77. Minute. Wird es hier noch ein Tor geben? Momentan gefühlt sind die Schalker näher dran als die Wolfsburger. Aber das kann alles so schnell hier gehen. Eine gute Aktion kann hier das Spiel jetzt entscheiden. Die Davi kommt nicht zum Flanken. Stambouli. Auf Goretzka. Schön gesehen, Goretzka. Jetzt! Burgstaller! Und er macht es! 81. Minute! Der Schalker Goalgetter momentan macht hier das 2:1. Und das könnte ein ganz wichtiger Sieg werden für die Schalker, wenn es denn hier so nach 90 Minuten auch 2:1 steht. Und für die Wolfsburger natürlich total ärgerlich. Denn man kommt einfach unten nicht raus aus dem Keller. Natürlich ist Schalke ein schwieriger Gegner, aber das war jetzt auch nicht gut verteidigt. Burgstaller kann hier ungehindert an Diego Benaglio vorbeischießen. Und somit steht es hier nach 82 Minuten 2:1. Schalke hat das Spiel gedreht und wird wahrscheinlich jetzt auch den Rest der Partie ein bisschen defensiver spielen. Und die Fans singen schon auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Was wäre das für eine Sensation, wenn Wolfsburg wirklich im Abstiegskampf, vielleicht sogar den Relegationsplatz letztendlich dann einnimmt. Jetzt den Ball behalten.
Ballbesitz ist jetzt alles. Vielleicht jetzt nochmal Goretzka. Schön gesehen auf Schöpf. Und Goretzka. Das war's. Das war der letzte Sargnagel. Wolfsburg hat nochmal die letzten Minuten alles aufgemacht. Und somit ergibt sich hier eine gute Gelegenheit. Und Leon Goretzka, der schon in der ersten Halbzeit ein paar super Aktionen hatte, kann hier einschießen zum 3:1. Und das ist die Entscheidung. Von der Entstehung her super rausgespielt von Schalke. Und auch wieder schlecht verteidigt. Da steht Leon Goretzka ganz ungedeckt. Fast der Elfmeterpunkt. Und da ist es natürlich ganz einfach einzuschießen. 3:1. Beide Mannschaften letztendlich auch nicht gewechselt, wenn ich das sehe. Tipp. Kommt hier zu ungehindert durch für meinen Geschmack. Abseits. So, jetzt vielleicht nochmal ein Abstoß von Ralf Fährmann und dann dürfte es das gewesen sein. Einmal zum Gegentorhüter Benaglio. Und das war's. In dieser Spezial-Sonderfolge gewinnt der FC Schalke zu Hause 3:1 gegen Wolfsburg. Kann ein 0:1 Rückstand im Laufe von 80 Minuten wieder umdrehen und sogar dann noch das Spiel mit einem 3:1 abschließen. Für die Schalker ist es natürlich super. Man hält sich die Abstiegsplätze auf Distanz und schließt weiter zu den Europacup-Plätzen auf. Für die Wolfsburger ganz bitter. Man bleibt unten im Keller drin und läuft weiterhin Gefahr, dass man auch weiter mit dem Abstieg konfrontiert ist. Das war eine Sonderfolge, war eine kleine Bestellung. Hat mir aber auch Spaß gemacht, mal eine andere Mannschaft zu spielen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und ihr könnt natürlich auch mal Spielwünsche schicken, wenn ich auch noch andere Orakel mal machen soll. Außerhalb mit Werder, weil die sind halt immer für mich Pflichtprogramm. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.